Wie gewohnt gebe ich euch jetzt hier wieder mal einen kurzen Abriss über dieses Kapitel, damit ihr wisst, welche Ziele wir in diesem Kapitel verfolgen und was ihr in diesem Kapitel alles lernen werdet. Zuerst einmal schauen wir uns das Programm an sich an. Wie funktioniert die Installation? Was sind so die ersten Schritte im Programm Synology Photos? Dann gucken wir uns natürlich eine grobe Übersicht an über das Programm, wie wird das Programm überhaupt bedient und benutzt und natürlich die privaten und öffentlichen Speicherbereiche. Da gibt es ja einige diverse Unterschiede, was den Speicherbereich betrifft und das müssen wir uns natürlich mal näher anschauen, damit unsere Fotos auch zukünftig an der richtigen Stelle abgelegt werden. Dann kommen wir natürlich zu dem Thema Alben. Wir schauen uns einmal die automatischen Alben an, die mit der KI erstellt werden, sowie natürlich auch die eigenen Alben, die wir selbst erstellen können. Dann müssen wir uns natürlich auch noch anschauen, wie das Ganze mit den Freigaben funktioniert und was es denn mit den Berechtigungen auf sich hat, wenn wir mit einem öffentlichen Speicherbereich arbeiten. Des Weiteren gehen wir noch das Thema Fotos und Drive zusammen kombinieren. Wie geht das Ganze? Wie kann ich mein Fotos und mein Drive zusammen kombinieren? Und wie kann ich das Ganze dann auch noch in mein Heimnetzwerk integrieren? Auch das werdet ihr hier in diesem Kapitel lernen. Und zum Abschluss gucken wir uns nochmal das Anwendungsportal an für Synology-Fotos.